Herzlich willkommen an diesem Montag zu Börse at Home. Ja, wir wissen es, die Märkte sind nervös, schwanken total. Und deswegen haben wir heute unseren Gast und Referenten eingeladen, Christian Schlegel. Er ist Charttechniker und Trader und er zeigt uns heute, wie man mit der aktuellen Situation umgeht und gibt uns Tipps, wie man auch Verluste reduzieren kann. Wir hatten es eben schon gesagt, im Titel steht 5 Aktien mit Perspektiven. Da haben wir eine Überraschung. Es sind mehr als 5 Aktien. Christian, schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns auf die nächste halbe Stunde mit dir. Und genau, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gerne Fragen stellen. Auf die gehen wir dann im Anschluss ein. Die Session wird wieder aufgenommen. Bei YouTube steht sie zur Verfügung im Anschluss. Und wie immer ist es keine Anlageberatung. Aber Christian, da sagst du sicherlich auch gleich noch was zu. Herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Hallo Fabienne, du vertrittst ja heute die Edda und das möchte ich auf jeden Fall sagen. Die Edda hat am Wochenende geheiratet. Also Jungs, Finger weg, übergeben die Frau. Und ich hoffe, Fabienne, du warst ja bei der Hochzeit, dass du dieses im Guten, im Schlechten, in Krankheiten, Gesundheit, dass du ihr gesagt hast, dass das keine Multiple-Choice-Frage war. Ja. Sie musste zu allem Ja sagen, ja. Und sie hat auf LinkedIn ein wunderschönes Bild gepostet. Deswegen von dir, Edda, alles, alles Gute. Das kann nur gut werden. Ich wünsche dir viel Spaß in deiner Ehe. Und ja, wir machen das heute ein bisschen anders. Der Titel ist irreführend. Da steht was von 5 Werten. Ich mache heute was, ich habe das auf YouTube gesagt und auch auf LinkedIn. Ich mache heute etwas, was ich noch nie gemacht habe. Und bevor ich das jetzt kurz erzähle, mache ich euch mal ganz kurz diesen Disclaimer rein, weil den müssen wir, ich lese den gar nicht vor. Den lasse ich jetzt 20 Sekunden hier stehen. Ich gehe mit euch eine sogenannte Screening-Liste durch. Jeder von euch hat seine eigene Art und Weise, die Börse und Einzelwerte zu beachten. Und ich zeige euch heute mal, wie ich das mache. Wir werden Echtsignale sehen, also in Echtzeitkurse. Ich habe erst vor 7 Minuten reingeschaut, nur um zu wissen, wie viele Aktien uns da erwarten. Ich zeige es euch gleich. Und ich werde einfach laut denken. Fragt oder stellt oder schreibt eure Fragen bitte rein. Fabienne wird mir die geben, und zwar ab 12:35 Uhr. Wir haben jetzt hier bis 12:45 Uhr Zeit. Und dann gehe ich, jetzt nehme ich das Ding ja auch raus, das nervt mich selbst immer, dass es jeder weiß, worum es hier geht und jeder ist selbst seines Glückes Schmied. Und dann gehen wir in den, dann gehe ich in die Fragen ein. Ich werde jetzt einfach, ich möchte nicht sagen runterbeten, sondern die Signale anzeigen. Deswegen mache ich jetzt mal hier meine Kamera aus. Falls einer fragt, was das für ein Hintergrund ist, das ist die Bibliothek von Rio de Janeiro. Jetzt muss ich schauen, so müsste das gehen und jetzt, Fabienne, müssten wir den Chart sehen. Ist das so richtig? Siehst du Noch das? einmal gerne im Vollbild. Ja, das mache ich gleich, aber vorher will ich eins erklären. Abgesehen, auf Ich jeden habe Fall. hier verschiedene Listen. Diese Liste hier zum Beispiel links, das sind die DAX-Werte und Euro-Stoxx. Da ist also auch LVMH, Benno Ricard, so Zeug dabei. Hier rechts ist das sogenannte Late Night. Das ist all das, was wir uns in den Wunschkonzerten oder was ihr euch in den Wunschkonzerten, die ich bei der Börse ab und zu halte, wünscht, die habe ich hier einfach mitgeführt und hier unten sind die MDAX-Werte. Jetzt gehe ich mit euch auf den Vollbildmodus. Moment, jetzt, wo sind wir jetzt hier? Vollbildmodus hier. Da, so. Ich habe hier meine eigene Screening-Liste. Da nennt sich das halt hier Trader Wingman. Da sind schon ganz viele vorgefertigte Listen und ich habe meine eigene. Diese Liste bezieht sich also auf diese Listen, die ich euch eben gezeigt habe, Late Night, Mid Cap 50, DAX und DAX Stocks. Und man kann dann hier jede Menge Signale eingeben. Was ist ein Doji? Oder zeig mir ein Doji, zeig mir ein Hammer, Shooting Star. Da kann man alles Mögliche, Swing Trading. Also manche von den Dingern kenne ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was eine Turtle Soup ist. Ich habe es auch noch nie gegessen. Ich weiß es nicht. Und da werden halt verschiedene Dinge gezeigt. Stochastic Long, Stochastic Four Short. Wenn ich das habe, bekomme ich diese Liste hier. Und das ist also mein sogenannter Trader Wingman. Das ist meine Screening-Liste. Ich lasse die morgens, mittags und abends durchlaufen. Die ist von unten, das sind die Morgensignale. Ist das drinne? Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier rausschieben kann. Kann ich nicht. Also egal. Wir fangen einfach mal an. Das war um 7 Uhr morgen AX-Tron. In AX-Tron gab es folgendes Signal. Muss ich mal schauen. Das war ein sogenannter Shooting Star. Ein Shooting Star, Moment, ich mache die Vorlage immer groß. So, ein Shooting Star ist ein negatives Signal. Und das heißt, wenn jetzt eine Aktie länger gestiegen ist in AX-Tron, dann kommt sie da oben hin. Und
wird verkauft zum Schluss in der Nähe des Schlusskurses, des Tiefskurses. Und da ist jetzt schon sofort, und das ist der Vorteil von dieser Kombination, man kann das dann hier verkaufen, man kann Short gehen, aber in dem Moment, in dem der überboten würde, ist das nicht mehr nichtig. Das heißt, das Shooting Star Signal in der Aixtron ist avant perdu. Das haben wir nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Die Aktie sieht an für sich ganz gut aus. Wir sind hoch in der Technik her, sie ist weit gelaufen von 24,5 jetzt auf 31, ich runde leicht. Das ist nach wie vor noch in Ordnung. Ich habe hier kein nennenswertes Verkaufssignal. Dann haben wir das nächste Signal. Jetzt muss ich schauen hier. HelloFresh. Ich habe immer gesagt, HelloFresh kaufe ich erst, wenn die für Einzelhaushalte in der Lage sind, irgendwas zu machen. Ich finde es nicht teuer. Ich finde es akzeptabel. Es ist auch praktisch. Ich muss nicht rausgehen. Ich muss nicht einkaufen. Aber erst wenn die für Einzelhaushalte, ich denke an Rentner, ich denke an Singles und sowas, wenn die damit mal machen, dann ist das für mich interessant. Die HelloFresh, das kurz zurückgerufen, die kommen von über oder an der 100. Die waren hier bei 95. Und sie bekommen jetzt ein Signal, was ein Hammer ist. Ein Hammer ist ein positives Signal. Auch hier, wenn man die kauft, muss der Stop hier relativ dicht hinten drunter liegen. Hinten her bei 17,68 war der Tiefskurs am Freitag. Wenn diese bei 17,50 sind, man kann also kaufen, dann müssen die hier auf jeden Fall gestoppt werden, weil dann sehen sie nämlich auch nochmal meines Erachtens nach das Tief von 15,36. Wir sind von der Technik her sehr tief. Hier gibt es eine kleine Unterstützung über das MACD, das ist ein Trendfolger, und über die Stochastik, aber das ist noch kein Kaufsignal, das muss über 20 gehen. Da werden wir heute bestimmt noch ein paar Signale finden. Aber grundsätzlich sieht es erstmal so aus, als ob diese Bewegung hier nach unten langsam ein Ende finden könnte. Ich halte mich aus dem Wert raus. Ich will mit dem nicht so viel zu tun haben. Siemens Health. Was haben wir denn da? Stochastic Long ist das Signal. Und gehen wir auch wieder groß. Ja. Stochastic Long ist bei mir ein Signal, auf das ich sehr achte. Denn das ist eines der schnellsten Signale überhaupt. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Hier, hier, hier. Wenn wir von unter 20 über 20 gehen, dann ist das grundsätzlich positiv. Das Problem, was ich hier momentan habe, das Signal oder der Wingman rechnet von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. So, wenn jetzt stehen Sie momentan hier bei 54, also bei 52,54. Wenn die jetzt sich entschließen, in den nächsten 3, 4, 5 Stunden dann nochmal runterzugehen, dann wird dieses Signal direkt negiert. Das heißt, ich schaue da sehr gern drauf, so ab 17.25 Uhr. Dreimal am Tag lasse ich, wie gesagt, den Wingman durchlaufen. 17.25 Uhr gucke ich nochmal drauf. Wenn sich das dann hier noch bestätigt und der Wert hier ein bisschen drüber bleibt, finde ich es positiv. Interessantes bei Siemens Health ist, dass wir hier, ich mache da mal eine Linie rein, zack, zack, hier haben wir auch einen wichtigen Chart-Support. Den haben wir hier ein paar Mal gesehen. Hier Unterstützung, dort Unterstützung. Wann war das? Das war im Mai. Und jetzt haben wir ihn auch mal zweimal gesehen. Also ihr solltet tunlichst nicht hier drunter gehen. Ein wirkliches Kaufsignal, ein besseres Kaufsignal, bekomme ich, wenn wir diese Marke hier überschreiten. Da sind wir bei 54,21. Dann wird es auf jeden Fall positiver. Dann haben wir nicht nur das Band gebrochen, sondern wir haben hier dieses kleine Plateau überboten. Das wäre mir sicherer. Wer da unbedingt was anfangen will, bitte nur Schnüffelstücke. Schnüffelstücke ist 10% dessen, was man so im Depot hat. Der nächste Wert, Fresenius. Und zwar ist das hier ein, müssen wir schauen, Stochastic Long, gleiches Signal. Fresenius. Fresenius. Habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gehandelt. Handel ich kaum. Fresenius hat eine schnelle Bewegung. Und das machen die gerne. Das sieht man hier. Das sieht man hier oder hier. Die machen gerne mal so schnelle Bewegungen nach oben, sodass jeder denkt, oh mein Gott, die werden übernommen. Aber dann ist es nicht so. Im Moment taumeln sie hier runter und müssen tunlichst zusehen, dass sie diesen Boden hier auch wirklich verteidigen. Dieser Boden ist um die, wollen Sie gerade schauen, 25,54. Das ist das, was ich eben meinte. Es gab ein Signal in der Stochastik, aber dadurch, ich mache es mal größer, dadurch, dass der Wert jetzt in den letzten, sagen wir mal, 2 Stunden wieder gefallen ist, wird dieses Signal negiert. Muss man sehr, sehr aufpassen. Deswegen, ich rate dringend dazu, dass man abends um 17.20 Uhr, 17.25 Uhr sich das nochmal genauer anschaut, weil diese Dinge passieren oft. Ich habe schon so oft erlebt, dass hier um 17 Uhr der Kurs noch hier oben war und dann in der letzten halben Stunde ist er abgerotzt.
Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber anders kann man das dann nicht formulieren. Dieser Bereich hier ist eine ganz wichtige Unterstützung, 25,55. Danach geht es erst weiter mit 24,70. Und selbst an die glaube ich jetzt erstmal nicht. Es ist zu schnell, zu viel. Hier wurden die Stops rausgelöst. Also ist momentan nicht unbedingt der Wert meiner Wahl, muss ich sagen. Als nächsten Wert haben wir Aurubis. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gehandelt. Aurubis gibt als Signal vor Stochastic Short. Mal das Gegenstück davon. Auch hier, mach es wieder groß. Aurubis kommen von 102, ist das? 100 und, ja, 103 und handeln jetzt ungefähr bei 77. Hier kommt dieses Signal. Wir gehen von über 80 auf unter 80. Das ist ein Verkaufssignal schon ein bisschen deutlicher. Das kommt durch diese drei letzten Tage, die wir hier haben. Die Slow Stochastic ist, wie ich es eben schon erwähnte, einer der schnellsten Indikatoren überhaupt. Es gibt keinen Indikator, der einen so schnell oder so stark in den Markt rein oder rauslässt. Trotzdem hat dieser Indikator seine Meriten und die einen habe ich eben beschrieben. Wir sind hier von Aurubis, hier ist auch ein Shooting Star, den habe ich gesehen, vor 3 Tagen wurde der mal angeboten, ja. Das ist auch ein negatives Signal. Wir sind von dieser Bewegung, muss man schauen, Aurubis, ich will jetzt bei Aurubis nicht so viel Zeit verlieren, sind wir nur gegangen bis zum sogenannten 61er Retracement. Das haben wir noch nicht mal ganz gesehen und fallen da schon wieder runter. Wir handeln um die 200-Tage-Linie herum. Wir bekommen hier ein Verkaufssignal und das ist auch etwas, worauf ich sehr schaue, das MACD. Viele Leute schauen auf diese traditionelle Sichtweise, das sind diese Linien hier, aber ich kann euch versichern und garantieren, wenn ihr nur auf diese Linien schaut und nicht auf das hier, werdet ihr in 2 Jahren euer Depot auf Null fahren. Der Hintergrund ist der, das ist die, wie ich sie nenne, antiquierte oder traditionelle Sichtweise. Ein Trendfolger, und das ist das MACD, kann nur einem Trend folgen. Jetzt sind aber von den 100% Bewegungen an der Börse sind nur 70% oder 30% Impuls und 70% seitwärts. Das ist seitwärts, das ist Impuls. Und dafür ist er zu langsam. Deswegen präferiere ich schon seit mehreren Jahren das Betrachten von diesem Histogramm hier, weil es zeigt nichts anderes als die Verengung oder Erweiterung, die Konvergenz oder Divergenz von diesem Indikator hier. Und wenn ich jetzt, was nehme ich als Beispiel, das ist natürlich nicht so schön, das hier, wenn das jetzt ein Kaufsignal ist, habe ich das über den Blick auf das Histogramm schon viel schneller, viel eher. Das habe ich hier. Und dann bekomme ich hier in die Aktie rein und über die traditionelle Sichtweise bin ich erst, jetzt muss ich mal schauen, wo bin ich da? Ja, hier oben irgendwo. Das ist einfach schneller. Ja, ich mag das. Und wenn beide zusammen, Stochastik und MACD positiv sind, ist das so ein positives Signal. Aurubis ist jetzt momentan eher nochmal hier so um die 200-Tage-Linie, dürfen sich ein bisschen ausruhen. Ja, die dürfen auch sogar runterfallen bis zur 20-Tage-Linie bei 75, aber es ist kein Long, aber es wird mir auch ein Verkaufssignal angezeigt über die Stochastic Short. SMA Solar, sensationell gelaufen, seit wir eine grüne Regierung haben, mehr oder weniger. Das muss ich so sagen. Ja. Und da habe ich es falsch gemacht. Moment, da muss ich erst hier drauf. Da. Und jetzt groß machen. So, super gelaufen. Ja, auch vor allen Dingen seit dem 3.10., da waren sie noch unter 40 und sind dann hoch auf, ich glaube, 110 war sogar bezahlt. Ja, tatsächlich 111 bezahlt. Die haben jedes Recht zu atmen, absolut jedes Recht. Es gibt hier vom 29.03. ein Gap, das ist bei 78,54. Aber auch hier, es stabilisiert sich über das MACD, es wird leicht positiv, noch nicht bestätigt über die Stochastik. Also eine SMA Solar, nachdem sie jetzt von 111 fallen auf 82,5 Short zu gehen, würde ich nicht machen. Diese 82,5, das ist nicht nur, das Gap ist sogar noch tiefer, das ist dieser ganze Chartwiderstand hier oder vielmehr jetzt Unterstützung, ehemals Widerstand 1, 2, jetzt Unterstützung, finde ich grundsätzlich in Ordnung. Und ich glaube, das hat es ja wieder, heute war das Scholz oder irgendeiner hat wieder gesagt, Windenergie und Solarenergie und alles sponsern. Ich glaube, da ist SMA Solar Entschuldigung, ganz weit mit dabei. Das ist für mich kein Short, genauso wenig wie die Rheinmetall. Ja, die haben für die nächsten Jahre Aufträge. Finde ich grundsätzlich gut. Dann haben wir Telefonica Deutschland. Ey, das ist zu klein, das mache ich nicht. Tut mir leid, das mache ich nicht. Was haben wir hier? Dürr. Stochastic Short. Dürr. Und hier rein. Vorlage WOT habe ich gemacht. So. Dürr.
Das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr drauf geschaut, also schon Ewigkeit nicht mehr drauf geschaut. Das ist ein ganz klassischer Downtrend. Ja, das fängt hier an: A, B, C, dann B. Und jetzt müssen wir mal gucken, was der Freund hier macht. Handelt unter der 20-Tage-Linie. Die meisten Werte waren bisher über der, Entschuldigung, 200-Tage-Linie. Und die Türen sind schon drunter. Ich bekomme hier ein ganz frisches Verkaufssignal. Ich hole es mal hier ran. Genauso wie über das MACD. Darf mir jetzt eigentlich nicht gefallen. Da kann man nur hoffen, dass diese Unterstützung hier bei 27,16, dass die halten wird. Das ist nicht weit weg. Das ist 1 Euro. Das geht relativ flott. Sollte diese Unterstützung nicht halten, habe ich eigentlich erst hier im Bereich von 22 eine Unterstützung. Das ist definitiv kein Kauf. Deswegen halte ich das Signal für sinnvoll. Dieses Signal, was wir hier hatten, Stochastic Short. Hensoldt, Stochastic Long. Ja, mal gucken. Das ist dann wieder so eine andere Geschichte. Stochastic Long. Hensoldt. Eröffnet mit einem Gap. Ich habe jetzt die Nachrichten nicht gesehen, weil Hensoldt ist nicht unbedingt ein Wert meiner Betrachtung. Und wir gehen hier positiv über das MACD. Positiv, und zwar deutlicher positiv über die Stochastik. Ich glaube, dass dieser Bereich hier um die 27,08, wo auch das untere Band liegt und in der Nähe dessen auch die 200-Tage-Linie und auch hier eine ganz große Chart-Unterstützung, dass das ihr halten sollte. Erstes Ziel wäre die 20-Tage-Linie, die jeden Tag ein bisschen verliert, ist im Moment bei 30,22. Ist nicht viel, ist nur 1 Euro oder ein bisschen mehr. Aber das eigentliche Kaufsignal entsteht erst hier bei 32,82. Aber ich finde, das sieht hier nach einer Bodenbildung aus, kommend durch die Unterstützung hier, den ehemaligen Widerstand, durch die 200-Tage-Linie, durch den Chart. Es fällt mir eigentlich ganz gut. Ganz grob. Jetzt ist Hensoldt nicht unbedingt Wert, den ich handle, aber das sieht vom Chart her ganz gut aus. Hier wird dann bei mir das so gezeigt, dass ich bekomme hier das Signal, das war um 9 Uhr und dann ist um 9:03 Uhr kommt dann, aha, das Signal hat stattgefunden, es checkt meine Liste hier, mein Wingman checkt das dann und bleibt dann weiter dabei und sagt, es ist in Ordnung und bisher hat das Signal gebracht 0,553%. Airbus, ja. Wir haben ja jetzt hier in Deutschland diese in den nächsten Tagen oder Wochen, ich weiß nicht, wie lange es dauert, diese nicht, das hätte ich beinahe gesagt, Flugshow, aber wo alle möglichen NATO-Partner hier mit ihren Fliegern rumprobieren. Was war der Name des, jetzt muss ich gerade mal schauen, was war jetzt immer der Name des Signals, war, wenn ich das richtig mache, Charttechnik Widerstandsliste, horizontale Widerstandsliste. Gut. Die kommt, ich lege sie rein. Von hier. Also ich nenne es jetzt mal Flugshow, auf jeden Fall dieses Manöver. Das ist schon sehr wichtig. Ich in diesem Zusammenhang gehe nicht, wenn ich hier so eine Art Shootingstar habe, ich gehe nicht für den Chart hier oben an diese Linie, weil das kann immer mal irgendwie mittags oder nachmittags sein, wenn irgendwann mal nichts im Buch liegt und dann schießt das Ding nach oben. Es reicht mir völlig, wenn ich den Körper berühre, beziehungsweise mehrere Signale hier, das habe ich, gehst du mal weg? Das habe ich also hier, das hatten wir letzte Woche, das müsste der Montag gewesen sein, haben wir hier Signale. Das heißt, wir sind schon dran. Wir sind auch gleichzeitig an dem oberen Bollinger Band. Ich denke, Airbus auch auf Sicht von 2, 3 Jahren ist tendenziell eher interessant, weil die werden mehr und mehr Aufträge kriegen. Wir sind von der Technik her durchaus weiter positiv im neutralen Bereich, drehen nochmal hoch. Wir sind positiv über den Trendfolger. Wenn die also, wenn man sicher sein will, wartet man diesen hier ab. Der Hochpunkt war 131,22. Wenn Sie das überbieten mit Schlusskurs, haben Sie frei. Und soweit ich weiß, ist da doch, da war noch mal eins. Hier ist es doch. Gibt es hier nur noch den Weg bis zum All-Time-High, da sind wir bei 139. Das ist schon ein größerer Widerstandsbereich. Ja, wenn man sieht, wie die hier abgefallen sind, ab dem in der Corona-Phase, ja, von 139 runter bis auf 48, und zwar in kürzester Zeit, wie lange die gebraucht haben, um überhaupt dieses Niveau wieder zu erreichen, das erinnert mich an die SAP, die mal vor, ich glaube, so 1,5 Jahren im September oder Oktober 2000, das müsste gewesen sein, 21, über Nacht 24% verloren haben. Und dann haben sie fast ein Jahr gebraucht, um das wieder reinzuholen. Aber es kommt wieder. Ja, also wenn das eine sinnvolle Aktie ist, und das halte ich bei Airbus so,
kommt das wieder. Wir sind weit weg von der 200-Tage-Linie, aber das hier ist für mich ein Punkt, diese 131,33, wo Sie drüber gehen müssen, um nachhaltig positiv zu bleiben. Dann, was haben wir denn sonst noch? Also ihr merkt, es geht schnell. Ich muss die zu schnell durchgehen. Lanxess, handelt die einer? Bestimmt, handelt die einer. So, Lanxess, was haben wir hier für ein Signal? Ich muss gerade gucken, Lanxess hier. Chart, technische Unterstützungslinie. Sehr schön. Ja, das ist Lanxess. Lanxess ist, ich mag die nicht zu handeln, gebe ich ganz ehrlich zu. Wir haben jetzt hier so eine Art Doppelboden. Wir sind gerade dabei, den zu unterbieten. Bisher war der Boden bei 32,87 und wir sind jetzt hier schon, wo ist Schluss, 32,74. Wir sind von dem neutralen Niveau nochmal abgebrochen über die Stochastik, MACD auch nur negativ. Kann ich momentan überhaupt nichts Positives abgewinnen, dass diese Unterstützung halten soll? Möglich, glaube ich aber nicht. Sollte sie nicht halten, dann sehe ich den Wert irgendwo um die 28,20. Also ist im Moment, da würde ich noch nicht mal ein Schnüffelstück kaufen. Das ist einfach zu wenig. Gefällt mir gar nicht. Positiv wird der Wert erst, wenn wir diesen Bereich hier überbieten bei 37,12. Dass wir einfach sagen, okay, wir haben diesen Downtrend jetzt mal. Hier ging er noch mal ein bisschen hoch. Noch mal runter. Da könnten wir ihn verlassen. Aber das sind 37, das ist nochmal 5 Euro. Ist ein Haufen Holz. Also ist nicht die Aktie meiner Wahl momentan, zumindest nicht für einen Long. Hugo Boss, das mag ich immer gern. Chart, Technik, Widerstandslinie, horizontal. Hugo Boss, komm her. So, die haben viel gelitten in den letzten Jahren. Da gab es auch einen Eigentümerwechsel oder einen Großaktionärwechsel. Aber durch die chinesische Geschichte, dass China sich wieder öffnet, die tragen gern Boss. Ich habe auch Boss, nicht so viel, weil da bin ich nicht schlank genug für. Aber das muss man weg. Die haben sich wirklich sehr schön hochgearbeitet. Ich hole mal den Chart ein bisschen länger ran. Da sieht man, wo die alten Hochs lagen. Wir sind momentan hier bei der rund um die 70. Ja. Ich habe als nächsten Widerstand wirklich erst die 80. Was mir gefällt an Boss ist die eigentlich, ja, wie soll ich sagen, dieser kontinuierliche Aufwärtstrend. Ja, das ist eine 1, eine 2, eine 3, eine 2, eine 3, eine 2. Dann geht er hier einmal durch, holt sich das aber sofort wieder. Das hier war 6.3.23. Jetzt weiß ich nicht, was da für Nachrichten waren. Was diesen Abverkauf hier angeboten hat, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir kämpfen hier schon mit dem letzten Hoch vom 5.5. Wir sind da im Moment drüber. Wir sind weiter positiv über den Trendfolger. Wir sind noch immer, auch wenn er den Kopf hier neigt, immer noch positiv. Das kann sich über Wochen hinziehen. Das kann sowas hier werden. Das waren 3 Wochen. Hier waren es 2 Wochen. Ich reagiere erst, wiederhole mich, wenn dieser Freund hier unten, ich mache es mal ein bisschen näher ran, dieser Freund hier unten unter die 80 geht und dort schließt mit einem Schlusskurs. Ansonsten finde ich das eigentlich großartig. Die Leute gehen wieder raus und kaufen das Zeug. Ich denke, das ist in Ordnung. Die haben auch, so wie ich das mitbekommen habe, keine Probleme mit den Beschaffungsmaßnahmen. Finde ich gut. Canopy Growth, ja. Ich zeige es euch. Ich handle die Kiva-Aktien nicht, ja, also nicht mehr. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, aber nur mal, dass ihr das seht. Was ist denn das Signal? Technisches Unterstützungslinie, da bin ich immer gespannt. Unterstützungslinie in Canopy, ja, die sind für mich alle gleich. Tilray, Canopy, Aurora, wie sie alle heißen. Das ist der Chart, die waren hier am 10.02.2021. Ja, am besten passt dazu der Spruch, ich weiß nicht, was die rauchen. Das Ding ging ja nur hier runter. Und auch hier seit dem Februar diesen Jahres ging hier nur runter. Das Lustigste, was ich über die Kiffer-Aktien gehört habe, also ich nenne die mal lieber vielleicht Kiffer-Aktien, war das irgendwie, ich glaube, das war der Chef von Tilray, der gesagt hat, ja, wenn Deutschland das legalisieren wird durch die Grünen oder wen auch immer, natürlich die Regierung, wir sind bereit, um Freizeit-Cannabis zu liefern. Ich habe so gelacht über diesen Ausdruck, Freizeit-Cannabis. Wie auch immer, ich bin kein Feind davon. Ich kenne einige kranke Leute, die brauchen das. Ich finde es in Ordnung. Ich finde es auch richtig, wenn der Staat es organisiert, so wie in Holland. Ja. Aber guckt euch doch mal diesen Chart an. Das hier sind 2,96. Das Ding geht einfach nur runter. Also wer die kauft, das ist eine Liebhabergeschichte. Und ich wiederhole nochmal, nein, es gibt auf der HV keine Proben.
Die gibt es da nicht, tut mir leid. Das ist nicht der Fall. Die waren mal 23 Milliarden wert. Jetzt sind sie, glaube ich, noch bei 300 Millionen. Und ich glaube, selbst das ist zu viel. Also hier eine Unterstützungslinie, da muss ich ja Jahre zurückgehen, um die zu finden. Das kriege ich gar nicht in meinem Chart hier hin. Das muss irgendwann gewesen sein, vor 2010. Also das ist bitter. Das erinnert mich schon fast an Wirecard. Meine Fresse. Nein, also das ist Liebhaberei. Das kann man auch, glaube ich, technisch gar nicht mehr organisieren, analysieren. Dann haben wir United Internet. Es sind gar nicht mehr so viel. Wir kommen sehr gut hin mit der Zeit. United Internet, Charttechnik, Unterstützungslinie. Und dann gehen wir hier drauf. Charttechnische Unterstützungslinie. United Internet ist auch ein Trauerspiel. Wir kommen hier von deutlich herunter, von 22 auf jetzt 13. Und das ist, wann war das? Das war am 18.01. Also einer der Loser von diesem Jahr. Es gibt wenige Gewinner, genauso auch im Nasdaq oder im Dow oder im Standard, wenige Gewinner und ganz viele Verlierer oder Gleichgebliebene. United Internet zählt zu den Verlierern und auch heute wieder. Das ist ein mehr als 52-Wochen-Low. Dieses 52-Wochen-High oder Low ist grundsätzlich ein gutes Signal. Guckt euch bitte mal den Chart von Warta an. Seit sie da 23 waren, kam das also fast täglich. Neues 52-Wochen-Low. Ich sehe hier nicht den Hauch einer Unterstützung. Mal gucken, ob ich hier irgendwo hinten noch finde. Da sind wir bei 15. Ja, hier 12,5. Aber das auch nur mit viel Liebe und Gottvertrauen. Ist für mich keine Aktie, in die ich irgendwas investieren muss oder für die Sparpläne meiner Kinder. Tut mir leid, das ist einfach mir zu wenig hier, was das da macht. Sieht für mich, auch wenn es technisch immer noch tiefer geht und hier immer noch keine Stabilisierung gefunden hat, ist für mich keine Aktie, die ich irgendwie haben muss. Da gibt es, glaube ich, 2000 bessere. Dann haben wir CTS Eventim. Wir hatten hier am Wochenende von der von mir sehr geschätzten Monika Gruber ein Event in Erding. Da hat die also ganz locker mal 10.000 Leute gesammelt. Und die will eins auf der Theresienwiese machen. Das hat nichts mit CTS Eventim zu tun, aber die Leute wollen wieder in Konzerte. Wir haben hier in München bei Tollwood. Ich habe keine Tickets mehr bekommen, keine Chance. Da war sowas wie Fanta 4 und wie sie alle heißen. Keine Chance. Heute bekommen sie mal eins auf die Nase. Ja, aber, und das ist das Aber, wenn ich das hier so sehe, jeder Wert, der stärker steigt oder auch fällt, darf mal atmen. Wir machen momentan nichts anderes, als dass wir auf das 38er-Retracement gehen und die 20-Tage-Linie. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Nachricht gesehen, was jetzt heute den Wert so runterbringt. Die können auch gerne für mich nochmal auf die 60-66 fallen. Dann sind wir hier unterstützen, die 200-Tage-Linie wird steigen, das untere Band wird steigen. Ja. Das war vielleicht einfach zu schnell, zu viel, zu hoch und sie atmet. Dass man dann gleich den Wert so abstrafen muss, das muss nicht sein, aber das ist nun mal momentan so bei der Börse. Wir sind nervös in dieser Woche. Die Fed kommt, die EZB kommt, der große Verfall kommt. Das kann auch relativ heftig werden. United Internet, hier auch wieder 52 Wochen tief, gibt es keinen Grund, irgendwas zu kaufen. Langsess hatten wir auch und hier ist nochmal. Was sagt es denn jetzt? Charttechnische Unterstützungslinie. Nein, da ist nichts. Ich gehe hier nicht auf den DAX ein. Ich weiß nicht, was ihr für Fragen stellt mittlerweile. Ich gehe nicht auf den DAX ein, da verweise ich auf den YouTube-Film von mir. Der kam am Freitagabend, kam der rein auf Christian Schlegel YouTube. Und ich bin jetzt hier, Fabienne, ich hoffe, du bist noch bei mir. Ich habe das erstaunlich schnell durchgekriegt. 12:30 Uhr. Sag mir Jawohl, doch, eine Punktlandung deinerseits. sag mir bitte mal, was es für Fragen gibt, dann gehe ich auf die alle ein. Genau, also es gibt Fragen nochmal zu einzelnen Werten, wenn du nochmal genauer beispielsweise auf die Commerzbank eingehen könntest. Ach so, Commerzbank, Moment, Commerzbank, Commerzbank. Die waren doch vorhin auch schon über 10. 10, okay, mal ganz kurz Commerzbank. Zack, stand da eben, jetzt wird es spannend. Also grundsätzlich finde ich, dass die erhöhten Zinsen den Banken was nutzen, gar keine Frage. Aber jetzt geht es ja schon los von wegen Zinssenkungsfantasien. Die Commerzbank hat sich genau wie auch Deutsche Bank und viele anderen Werten, Paribas, wie sie alle heißen, oder UniCredit, wirklich jetzt da gut durchgekämpft. Die verdienen ein solides Geld, die gelten nicht mehr als reine Investmentbanken. Finde ich in Ordnung. Weil wenn ich die Commerzbank mal so sehe, dann würde ich wahrscheinlich jetzt hier erstmal anfangen, eine Linie zu ziehen. Da sind wir dran, ziemlich genau dran. Das sind 1, 2, 3, 4,
5, 6 Berührungspunkte und es ist das obere Band. Das heißt, der Bereich um 10,08 ist definitiv, ach, der kommt doch noch von hier hinten, also ist schon ein größerer Punkt. Moment, mach das hier. Ja. 10,08 und 10,14, also sagen wir ab 10,20 sind die Freier. Freier bis erstmal hoch bis zu 11,07. Ich habe hier, ist immer noch positiv, ist weiter positiv, MACD, Stochastik, alles positiv. Dass die jetzt hier mal ein bisschen fallen, finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Ich weiß jetzt nicht momentan, wo der Markt steht, muss ich mal hier gucken. Aber ich finde das, 16:36 sind wir. Ich finde es grundsätzlich in Ordnung. Ich habe eine sehr gute Unterstützung in dem Bereich 9,08. Also ich mag die grundsätzlich, ja, aber es ist vielleicht heute nicht der richtige Tag. Das richtige Signal ist hier über 10,23. Was hast du noch, Fabienne? Sehr gut. Ich sehe gerade, deine Kamera ist irgendwie, sehe ich gerade nicht. Also ich bin nicht selbst auf der Kamera. Ich habe jetzt nur den Chart hier. Ich habe mich jetzt nicht freigeschaltet für die Kamera. Dann Adidas wäre auch noch gefragt. Adidas. Verzeiht den Ausdruck, Adidas ist eine Bitch. Ja, Adidas ist unheimlich schwierig zu handeln. Wir hatten das letzte Woche, oder ja, doch, in den letzten 3 Wochen, kommen sie hoch von 172, kommen sie runter. Und zwar also wirklich ohne, also grußlos, fallen die einfach runter. Das macht die Adidas gern. Sowas hatten wir hier schon mal, ja. Oder sie steigt dann auch dementsprechend heftig. Gut, das war eine Sondersituation mit dem neuen Chef. Dann gehen sie, zack, na, gehen wir da raus. Jetzt steigen sie. Sie wurden empfohlen, ich weiß nicht, war das Bärenberg? Irgendeiner hat die empfohlen. Und letzte Woche auch schon mal, nachdem Nike und Puma eigentlich ganz gut gelaufen sind. Die sind jetzt hier an dem Widerstand von 172, also noch nicht ganz, aber das ist der Widerstand, 172, noch was. Sie gelten weiterhin als positiv. Sie sind immer noch in Ordnung. Auch hier, das sind Wochen, in denen die im überverkauften Bereich sind. Und dann ziehen die einfach weiter durch. Ich halte sie für sehr schwierig zu handeln. Bei sowas mache ich immer nur höchstens ein Drittel der normalen Position, eben weil die auch dementsprechend durchziehen können. Aber hier 10-Tage-Linie geht durch 20-Tage-Linie mit heute. Grundsätzlich ist der gesamte Trend, den wir von hier unten haben, wo sie unter 100 waren, ja, bis dann die Meldung kam mit dem Chef, kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ja, der Chef von Puma geht zu Adidas, fand ich also spektakulär, ja, dass das überhaupt geht. Und es ist nach wie vor ein super Aufwärtstrend. Sie werden bei mir schwächer erst unter 147. Super, dann haben wir noch 2 weitere und danach kommen wir noch mal zu ein paar detaillierteren Fragen rein, was die technische Analyse angeht. Könntest du einen Blick auf Mercedes und auf Rheinmetall werfen? Okay, dann fange ich mal mit dran. Mercedes, was ist denn hier? Ich persönlich bin kein großer Freund von den Autoaktien momentan. Die einzige Autoaktie, die ich bei mir im Depot habe, ist BYD. Das ist einfach so, die hängen, ob sie wollen oder nicht, die hängen zurück. Sie haben viel Technologie verkauft, die deutschen Autofirmen. Momentan wird man mal Daimler Truck genannt oder auch Traton, die bringen immer wieder Nachrichten, sei es im positiven oder im negativen Sinn. Die Daimler selbst, also sorry, wenn ich sie noch Daimler nenne, aber ich bin halt jetzt auch schon 36 Jahre dabei, werde die nie Mercedes nennen, denn es gab damals Mercedes und Daimler. Und deswegen für mich sind es jetzt die Daimler. Aber ihr wisst, dass ich Mercedes meine. Die sind hier am oberen Band. Sie gelten als technisch hier völlig neutral, kann vom Trendfolger nichts Besonderes. Dann scheint das zu kippen hier über den Oszillator. Das gefällt mir jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Die werden bei mir erst wirklich besser, wenn wir diesen Punkt hier überbieten. Und da sind wir bei 76,01. Aber bitte mit Schlusskurs, nicht während des Tages. Im Moment hier sind sie ordentlich gelaufen von der 64 auf die 73,81. Aber ich habe kein frisches neues Signal. Ich muss damit rechnen, dass sie nach dieser Bewegung auch mal ein bisschen atmen. Vor allen Dingen, wenn ich das hier unten sehe, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Was ist das noch? Rheinmetall. Gut, das ist halt ein Selbstläufer im Sinne von, sind wirklich gut gelaufen insgesamt. Sie haben ja Aufträge für die nächsten Jahre. Jetzt hat der Chef von Rheinmetall, die werden momentan, ich zeige euch das mal, bewertet mit 10,71 Milliarden, diese Zahl hier. Der Chef von Rheinmetall hat gesagt, ich kann mir vorstellen, eine Bewertung von 17 Milliarden. Ja, da sind wir also nicht doppelt so hoch, aber schon, da sind wir deutlicher über der 300.
Ich kann ihm da eigentlich grundsätzlich nur zustimmen. Hier passiert jetzt eins. Wir haben über den Trendfolger insgesamt eine positive Bodenbildung und eine positive Ausrichtung über das MACD. Und relativ fresh und sehr stabil ist auch das Kaufsignal über die Stochastik. Wir sind an der 20-Tage-Linie, die stellt dann immer, wenn wir von oberem Band zum unteren Band gegangen sind, stellt es immer mal einen Widerstand dar. Ich kann mir vorstellen, 2, 3 Tage Pause, aber ich habe überhaupt kein Problem mit, dass die auch auf Sicht von einem Vierteljahr, halben Jahr ein neues High machen. Wie gesagt, die Auftragsbücher sind voll, die kommen ja gar nicht nach beim Liefern. Also ich wüsste nicht, was da negativ sein sollte. Was hast du als nächstes, Fabienne? Super, danke dir. Dann die Frage, muss der Shootingstar mit Schlusskurs oder Höchstkurs überboten werden? Schlusskurs. Mal gucken, ob ich jetzt hier, ja doch, da ist doch einer. Das ist nicht ganz ein Shootingstar hier bei Daimler. Das ist ein sogenannter Inverted Umbrella Doji. Also ihr kennt das im Regenschirm, der wird oben diese Spitze hat, wenn man den aufmacht. Nur halt andersrum habe ich einen von unten. Das wäre praktisch sowas hier, wenn der Körper kleiner wäre, der Körper nur bis hierhin geht. Und das ist ein Inverted Umbrella Doji. Das ist der kleine Bruder vom Shootingstar. Der muss mit dem Schlusskurs, also wenn man Schnort ist, muss er mit dem Schlusskurs überboten sein. Aber dann bitte nicht jetzt hier zum Beispiel bei Daimler 5 Cent, 10 Cent. Das muss dann schon mal so ein Viertel, ein halbes Prozent sein. Also hier so, sagen wir mal, 30 Cent bei Daimler. Wenn der hier oben steht, dann hat der keine Daseinsberechtigung mehr. Das hatten wir vorhin bei irgendeinem Wert. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Und also ja, aber so ist es. Das muss mit dem Schlusskurs passiert sein. Ja. Dankeschön. Dann die Frage, wieso du Slow-Statistik auf 10.3 eingestellt hast. Ah, okay. Also, wenn man irgendeine, gehe ich mal hier irgendwo groß rein, kann ich auch bei Daimler machen oder Rheinmetall. Wenn man eine Software normalerweise öffnet, steht hier immer 14. Diese 14 hat sich für mich nie, ich habe das nie verstanden. Das ist bei der relativen Stärke auch, ich weiß nicht, wo der Tag herkommt. Bei mir ist es so, das Bollinger Band hat die 20-Tage-Linie, SMA, Simple Moving Average, in der Mitte. Ja, und dann haben wir das obere und das untere Band. Bei mir ist das hier die 10-Tage-Linie. Würde ich jetzt die Technik hier auf 14 Tage lassen, bekomme ich eine Diskrepanz in den Zeiteinheiten, die ich beachte. Und nicht beim MACD, sondern hier bei Stochastik. Deswegen habe ich es auf 10 gemacht. Das heißt, ich betrachte die letzten 10 Tage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das hier, also ich habe die Formel von Lane da im Kopf. Das hier war der Höchstkurs der letzten 10 Tage. Das kann innerhalb von einem Tag passiert sein. Hochkurs und Tiefkurs innerhalb von einem Tag. Das hier ist der Höchstkurs der letzten 10 Tage. Und wir sind jetzt, wenn ich das hier also rechne, wir waren hier schon mal tiefer, wir sind jetzt momentan auf diesem Niveau und das entspricht in etwa dem hier. Das ist die Lane'sche Formel hier. Diese andere Linie hier unten drunter ist nichts anderes als ein gleitender Durchschnitt von 3 Tagen auf diese Geschichte. Ihr könnt es auch mit 5 machen. Ich gucke eigentlich auf diese zweite Linie hier gar nicht. Für mich ist das kein Signal, ob wir hier durchgehen, nach unten oder nach oben. Das Signal, da bin ich sehr statisch, ist bei mir nur, wenn wir über die 20 gehen, hier steht die 20, mit der schwarzen, ich bin farbenblind, ich glaube, das ist eine schwarze Linie, drüber gehen oder drunter gehen. Das ist für mich das Signal. Was es dazwischen macht, rein, raus, das ist mir hier sowas zum Beispiel, ist mir völlig egal, gucke ich nicht drauf. Und ich habe halt das auf 10 eingestellt, hier sieht man es, damit ich ein homogenes Gemisch habe an Zeiteinheiten und nicht 10 Tage, 20 Tage und dann hier noch 14 Tage. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich fahre damit recht gut, aber ich überlasse es jedem selbst. Super, vielen, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Dann gibt es noch eine weitere Frage. Wenn wir uns die schnellen Märkte anschauen, macht es da überhaupt Sinn, einen gleitenden Durchschnitt zu wählen, beispielsweise von 200 Tagen? Vollkommen richtig. Also das mache ich auch nicht. Ich persönlich handle gar nicht. Ich bin jetzt immer noch bei Rheinmetall. Ich handle gar nicht nach der 200-Tage-Linie. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Position habe von länger als 200 Tagen. Das ist höchstens bei den Sparplänen der Fall. Ansonsten in dem, was ich handle, und da bin ich jetzt seit 36 Jahren Directional Trader. Also ich handle die Bewegung nach oben oder unten. Ich investiere nicht in 200 Tage. Ich habe eine einzige Position, die habe ich jetzt schon seit wahrscheinlich 2000 Tagen. Also die habe ich jetzt seit bestimmt 8 Jahren habe ich die Long, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ansonsten gucke ich überhaupt nicht auf die 200-Tage-Linie. Ich möchte aber wissen, wo es ist, weil ich weiß, dass auch verschiedene Fonds, Long-Fonds, Short-Fonds da drauf schauen. Ich will wissen, wo sie ist.
Wenn wir jetzt also hier fallen sollten, in diesem Fall Rheinmetall, dann würde ich schauen, okay, ist die 200-Tage-Linie hier vielleicht eine Verbindung mit einem Chartpunkt? Den habe ich dann hier und hier. Dadurch gewinnt sie mehr an Bedeutung. Ich unterteile die Teilnehmer der Börse in Gruppen. Die einen handeln Technik, die anderen handeln rein Chart, die nächsten machen Ishimoku, dann gibt es welche, die machen nur Bollinger Bänder oder welche, die machen nur gleitenden Durchschnitte. Und wenn die alle sich treffen an einem Punkt, ist das ein Cluster. Und dieses Cluster ist für mich wichtig. Wenn ich sowas finde, dann erhält so ein Punkt hier eine erheblich größere Bedeutung. Hier ist es lediglich der Chart und die 200-Tage-Linie. Ist nicht so toll. Wäre hier das untere Band, dann würde ich dann noch mehr Hurra schreien. Das ist eine Unterstützung. Aber so mache ich das, aber das muss jeder selbst wissen. In schnellen Märkten ist die 200-Tage-Linie nicht zu gebrauchen. Gar nicht zu gebrauchen. Überhaupt nicht. Super, dann schließt sich die nächste Frage hier gleich an, nämlich wie du handelst, beziehungsweise welche Signale für dich die wichtigsten sind, ob du Short handelst und wenn ja, mit welchen Signalen? Also, ich handle sowohl Long als auch Short. Ich handle überwiegend Zertifikate. Ich habe manchmal Aktien drin, das ist nur, wenn es vielleicht bei verschiedenen Aktien gibt es keine Zertifikate. Das kann immer mal wieder passieren. Wenn ich auf eine einsame Insel gehen müsste und nehme mir da einen verschiedenen Indikator mit, ist das erste, was ich habe, die sogenannte Dow-Regel. Da habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal unter Allgemeines einen Film drüber gemacht. Die Dow-Regel, sprich die Trendfolge ohne Trendlinien, das ist das Erste. Und dann muss ich unterscheiden, entweder nehme ich die Bollinger Bänder mit, weil die für mich auch ganz wichtige Signale haben, oder ich nehme die Stochastik mit. MACD kommt als Drittes. Sowas wie gleitende Durchschnitte kommt erst ganz hinten dran. Für mich ist wirklich das Wichtigste die Trenderkennung ohne Trendlinien. Das ist das, wenn ich jetzt hier anfange zu zählen, also A, B, C, A, B und so weiter. Wenn ich das mache, das ist das eine. Und dann die Bänder und die Stochastik. Das ist das, was ich auf meiner Insel mitnehme, außer am Kastenbier. Super. Wenn wir nochmal zu Hensoldt gehen. Hensoldt, ja. Hensoldt. Da ist die Frage, da sagtest du, das Kaufsignal kommt bei 32,82. Und da ist die Frage, warum? Moment. Hensoldt. Waren hier. So, nee, ich habe es. Moment, ich muss gerade schauen. Also, nochmal. Das ist ein Kaufsignal hier, was wir momentan haben. Vom Chart her. Also, ich habe hier ein Kaufsignal, ich habe hier ein Kaufsignal. Ja, über das Histogramm wird enger. Das sieht man das auch hier. Manchmal ist das für das bloße Auge nicht erkennbar, dass das hier nach oben dreht. Der Wert ist bei mir positiv. Rein vom Chart her, so habe ich das formuliert, werden wir erst positiver, weil dann die negative Trendfolge, ja, A, B, C und dann haben wir hier wieder das nächste B, weil die erst hier, der Downtrend, den man hier recht offensichtlich sieht, erst ab hier, und da sind wir bei 32,80, überboten wird. Und damit ist dieser Downtrend ad acta gelegt. Aus einem gebrochenen Downtrend, ja, der hier runtergeht, und wenn der dann hier drüber geht, entsteht nicht automatisch ein Aufwärtstrend, aber eine, jetzt musst du mal gucken, Entscheidungsphase. Dann gucke ich meistens die Werte so 2 Wochen nicht an. Und da muss man gucken, ob er sich weiter hoch bewegt oder das hier benutzt nur als, sagen wir mal, so eine Art Doppeltop. Aber das ist das eigentliche reine Chartsignal. Von der Technik her werde ich hier schon positiv, bin ich hier schon positiv. Wir sind am unteren Band, wir sind in der Nähe der 200-Tage-Linie. Von der reinen mathematischen Technik sieht es ganz gut aus. Der Chart kommt erst ab hier ins Spiel. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, also wahrscheinlich könnten wir alle Werte in der Reihenfolge durchsprechen. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier eben auch so ausführlich auf die Fragen eingegangen bist. War ein super Webinar, super spannend. Deswegen ist der letzte Beitrag von einem Teilnehmer. Herzlichen Dank für die Zeit und für deine Expertise. War ein super Webinar. Immer wieder gerne, macht mir Spaß. Wir sehen uns bestimmt wieder in 8 bis 10 Wochen irgendwann dann. Da gucken wir uns der Sommer und passt auf euch auf. Genießt den Sommer, schönes Grillen und alles Gute. Danke, Fabienne, für deine Hilfe. Danke dir, Christian. Schöne Woche. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.